Glückwunsch, drittes Europacup-Heimspiel der Saison, dritter Sieg, wieder 3:0 wie gegen Famagusta. Ich nehme an, du bist heute durchaus zufrieden, war nicht rundum zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden, weil ich denke, man hat wirklich deutlich gesehen, dass Luhansk eine wirklich gute Mannschaft ist, wo wir wirklich total gefordert worden sind und auch das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen Glück bekommen, aber ich denke trotz allem, dass die Mannschaft eine wirklich gute Leistung erbracht hat und dass das Resultat nämlich umso schöner ist, weil wir uns einen gewissen Grundstein gelegt haben und trotzdem, will ich ganz ehrlich sagen, ist es nicht so, dass jetzt alles schon in trockenen Tüchern ist. Wir brauchen da auch nochmal eine wirklich gute Leistung in Luhansk, weil sie wirklich gezeigt haben, wo sie ja vor dem Spiel gesucht haben, was viele vielleicht nicht so gemeint haben, dass sie eine wirklich gute Mannschaft sind. Danke sehr, darf dann wieder um Fragen bitten. Die nette junge Dame kommt gerne wieder mit dem Mikrofon zu meinem Hackel. Und bitte, bitte Christian. Heute kann man über etwas Positives reden, was der Herr Lierwitz, du, ist ganz einfach diese echte Effektivität ein Wahnsinn gewesen. Ich meine, es hat ja eine Phase gegeben, nach der Pause, da hat sie so ausgeschaut, als bettelt man fast um einen Ausgleich, aber dann irgendwie diese Kaltschnäuzigkeit, dieses Effektive, hat dich das beeindruckt? Ich meine, es waren wirklich zwei ebenbürtige Mannschaften, aber am Ende steht er 3:0. Ja, die Effektivität hat mich total beeindruckt von uns und ist Fußball. Ich denke mal, wir können es jetzt drinnen reden permanent. Es ist einfach so, wir haben glaube ich nicht nur die drei Tore geschossen, wir haben auch davor noch Chancen gehabt, so ist es ja auch nicht. Also ich wehre mich dagegen, wenn man jetzt sagt, wir haben die drei Tore geschossen und dann war lang nichts. Luhansk hat natürlich auch die eine oder andere Chance gehabt, muss man ganz ehrlich sagen, das habe ich gleich danach gesagt. Aber ich glaube, die drei Tore, die sind nicht entstanden aus Zufall, sondern das waren wirklich gute Aktionen, die was wir gestartet sind und die wir dann auch verhindert haben. Und das ist auch, glaube ich, das Gute an der Mannschaft. Der Viktor Skripnik hat es eh gesagt, dass wir da eiskalt waren. Und das ist halt manchmal im Fußball sehr, sehr wichtig. Bitte. Es ist beeindruckend, das hast du eh schon mal gehabt, wie der 20-jährige Leo Greimel ganz einfach da hinten auframmt. Ist das, was ist mit dem passiert so? Ich meine, gut war er schon immer, aber ist das was Spezielles passiert, dass der praktisch in jedem Spiel so überzeugt? Leo Greimel ist ein Spieler, der sehr clever ist, der Fußball liebt. Und das ist für mich, ich meine, viele Menschen lieben Fußball. Und können trotzdem mit Fußball spielen, muss man dazu sagen. Aber der Junge will jeden Tag dazulernen und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Der hat das Herz am rechten Fleck, der will jedes Trainingsspiel gewinnen, der will sich verbessern, der hört zu und der will auch weiterkommen irgendwann. Und ich glaube aber trotzdem, dass er bei uns sehr gut aufgekommen ist und dass er auch jetzt schon, wie man sieht, viele internationale Spieler hat, die was ihm stärken und ich war für ihn immer überzeugt. Und deshalb bin ich wirklich froh, dass wir haben. Aber ich denke, dass der Max Jochen auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also darf ich jetzt nicht vergessen, aber der Lea aufgrund seines Alters hat ein unglaubliches Spiel gemacht, aber ist ein Rapidler so, wie ihn ich sehen will. Danke sehr. Bis alle fertig notiert haben, ich gehe davon aus, es gibt noch die eine oder andere weitere Frage. Bitte, eine Reihe nach vor zu Philipp Lautischer von Sky. Nochmal auch an den Trainer die Frage, die Kadersituation entspannt sich. Wie wichtig ist das dann auch im Hinblick darauf, dass man dann von der Bank eben noch reagieren kann, zusätzliche Optionen hat? Die Lage hat sich entspannt, aber trotzdem ist es so, dass wir, wenn ich jetzt die anderen Kader in Österreich anschaue, die was vorne dabei sind, ob das jetzt Sturm ist oder Lask ist oder so, jetzt reden wir ja gar nicht, dass die einfach besser besetzt sind wir und wir haben trotzdem die meisten Spieler, aber Entschuldigung, was ich jetzt gesagt habe, das ist ja wiederum ein Jammern und jetzt bin ich fast 3 Jahre da und ich glaube, ich habe sehr selten gejammert und deshalb bin ich der Meinung, dass die Jungs unglaublich gut machen und wünsche mir trotzdem, dass der eine oder andere Spieler kommen würde, weil einfach die Belastung auch sehr hoch ist. Ist zu befürchten, dass der eine oder andere jetzt ausfällt noch nach diesem Spiel? Gibt's da schon? Du könntest die Maske oben tun, dann fällst du die besser. Ja, ich hätte es gerade vorher geheißen, ich sollte die Maske oben lassen. So.
Wie schaut es aus? Zweimal geimpft. Befürchtest du, dass der eine oder andere da eventuell noch ausfällt die nächsten Tage? Oder gibt es da soweit Entwarnung bei den Angeschlagenen? Stojkovic beispielsweise, der runter musste, war das mehr... Stojko hat jetzt nicht ein Problem gehabt mit einer Verletzung, sondern eher mit der Luft, was ja logisch ist. Also ich denke, der hat jetzt zwei Wochen wirklich nicht auf dem Niveau gespielt. Und man muss ganz ehrlich sagen, dieses internationale Niveau ist auch komplett anders wie in der Liga. Also ich glaube, wenn man die Sprintwerte sich anschaut und es ist einfach ein intensiveres Spiel und musst du auch tun, weil wenn du das nicht machst, dann wirst du faschiert werden, sage ich jetzt mal auf gut. Deutsch ist jetzt wieder ein Lebenswort für alle Journalisten, aber es ist einfach so, es ist einfach, du musst da wirklich auf einem hohen Niveau spielen, auf einem hohen Level und musst sehr viel Laufleistung erbringen. Und Stojko hat das heute dann, war dann am Ende, da war die Batterie leer. Und Robert hat auch zum Kämpfen gehabt und es ist einfach normal, wenn du längere Zeit nicht gespielt hast. Alex? Bitte, Alex Huber. Warst du in irgendeiner Weise, so wie die Ukrainer gespielt haben, überrascht oder war das eigentlich genau das, was ihr erwartet habt? Weil du hast ja, wie gesagt, mehrmals betont, dass die richtig gut sind, dass die richtig gut spielen können. Trotzdem hat es so gewirkt, dass halt dann niemand, ist dir als Trainer auch manchmal das Herz stehen blieb, sie haben wirklich richtig gute Chancen ausgespielt. Wie es siehst, ist das Herz nicht stehen geblieben und das ist auch gut so und auch bei den Spielen ist es nicht stehen geblieben. Dass Fußball so ist, dass natürlich der Gegner die eine oder andere Chance hat und das haben sie gehabt, das muss man ganz ehrlich sagen, ist so, weil sie eine gute Mannschaft sind und das sage ich, betone jetzt nochmal. Also, oftmals haben wir zu wenig Respekt vor gegnerischen Mannschaften. Ich habe vor jeder Mannschaft Respekt. Und wenn am Sonntag jetzt Ried kommt, habe ich genauso viel Respekt, obwohl das natürlich ein anderes Spiel ist. Aber trotzdem ist es für mich so gewesen, dass ich gewusst habe, dass wir eine Top-Leistung erbringen müssen und dass das jetzt uns nicht davor irgendwo, dass man davor vor Chancen, die der Gegner gemacht hat, aber zum Glück nicht dann der Torwart daraus erzielt hat, dass das im internationalen Fußball ist normal. Und ich denke, ich will die Leistung meiner Mannschaft da nicht kleiner machen. Das ist wirklich eine gute Leistung gewesen und deshalb will ich so sehen, dass wir ein 13-0 geschafft haben mit einem enormen Kraftaufwand und das eine andere Klick, aber wir hätten auch zu den drei Toren hätten wir auch noch die andere Chance gehabt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wenn ich noch an einen Ecci denke, wenn ich an einen Kohl denke, ja, also muss ich schon sagen, auch wir hätten noch Tore schießen können. Und noch eine Nachfrage zum Leo Greimel. Der Max Hoffmann hat vorher gesagt, defensiv war er immer schon Macht, aber in der letzten Saison war er vielleicht noch manchmal zu forsch, hat zu viel Fouls gemacht. Diese Saison macht er wesentlich weniger Fouls. Ist das genau dieser Reifeprozess, den du vorher gemeint hast, weil er sagt, jeden Tag dazulernen? Ja, das ist der Reifeprozess. Also der Leo weiß ganz genau, ich glaube, dass der sie Fußball, was man ihm sagt, dass er das umsetzen will und dass er sich selbst im Prinzip auch Spiele anschaut und wir haben ja wirklich sehr viele Spiele jetzt zum Sehen. Und ich glaube, dass der Leo da wirklich ganz genau schaut, also auch im Aufbauspiel ist er weitaus ruhiger geworden und deshalb ist es für uns schön, ihn zu haben und sein Weg ist Rapid wird nicht die letzte Station sein, aber ich habe ihm trotzdem mal gesagt, dass er bei uns kann er sich so entwickeln und trotzdem hat er genügend Stress, dass er auch dann bei einem anderen Club damit umgehen kann. Bedanke ich mich, vor allem beim Trainer, nach dem dritten 3-0 in Serie zu Hause. Könnte am Sonntag so ähnlich weitergehen, oder? Ja, ich hätte nichts dagegen, aber natürlich ist es so, dass Ried jetzt natürlich eine komplett andere Spielanlage hat und trotzdem und wir immer gefordert sind und wir wollen da natürlich ein gutes Spiel machen am Sonntag, aber ich glaube, ich will mich jetzt nur über den Sieg heute freuen, weil der war enorm wichtig und das bedeutet aber nicht, dass es schon durch ist. Das will ich auch ganz klar betonen. Vielen Dank auch an euch und gute Nacht und wir sehen uns dann am Sonntag wieder an dieser Stelle.